Meine sehr verehrten Damen und Herren, es liegt uns vor, wiederum die Mitteilung der Europäischen Kommission über die Fortschritte und die Probleme, über die politischen Reformen im Erweiterungsprozess 2014-2015. Dieser Bericht wird ja alljährlich von der Europäischen Kommission vorgelegt und er analysiert die Situation in allen Kandidaten und potenziellen Kandidatenländern, vor allem im Hinblick auch auf die lokalen und regionalen Ebenen und ihre Vorbereitung auf ihre künftigen Verantwortlichkeiten innerhalb der Europäischen Union. Das ist das, was natürlich den Ausschuss der Regionen ganz besonders interessiert. Wir müssen, ohne dass ich jetzt auf die einzelnen Länder im Detail eingehen möchte, das werden wir ja dann tun bei den Abänderungsanträgen, müssen wir feststellen, dass in vielen Bereichen der Kandidaten und der potenziellen Kandidatenländer nach wie vor schwache Verwaltungen auf der regionalen und auf der lokalen Ebene bestehen, dass ein hoher Grad an Politisierung besteht, dass viel Korruption festzustellen ist und dass auch ein hoher Grad an Mangel an Transparenz leider festzustellen ist. Wenn wir die Berichte der Europäischen Kommission der letzten Jahre anschauen, dann werden wir feststellen, dass sich vieles wiederholt und dass leider in vielen Bereichen keine spürbaren Verbesserungen festzustellen sind. Wir müssen auch feststellen, dass nicht überall die regionalen und die lokalen Ebenen in die Vorbereitungen der Annäherung an die Mitgliedschaft zur Europäischen Union eingebunden sind. Das verursacht spätere Probleme, das wissen wir alle und darauf weise ich in meiner Stellungnahme auch ganz besonders hin. Es geht einfach darum, dass wir das Prinzip der Subsidiarität, das wir im Vertrag von Lissabon so deutlich herausgestrichen haben,